Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei den Scooterhelden in Berlin und das Ganze für euch in völlig neuer Mission. Warum? Ich habe ein bisschen recherchiert zum Thema Super Soko. Die letzten Jahre waren schon ziemlich krass mit Super Soko und ich denke 2020 wird das Super Soko-Jahr. Upgrade TC. Dann kommt die neue TSX, sprich der Nachfolger von der TS 1200R, die dann auch diesen 3kW-Motor von der TC bekommt. Jetzt ist die TC Max rausgekommen, die CU ist rausgekommen und demnächst kommt noch die CPX. Und ich habe mir gedacht, wow, jetzt will ich doch mal gucken, wer hat denn schon alles Videos gemacht und wie sind die aufgebaut und will mal so ein bisschen vergleichen und hatte eigentlich so ein ganz wichtiges Thema im Kopf, App-Applikation. Die Leute fragen mich immer, ja, haben wir jetzt eine App drin, ja oder nein? Und die neueren Modelle haben es tatsächlich mittlerweile drin. Da ist ein GPS-Modul eingebaut und. In den ersten Serien gab es aber jetzt auch das Problem, dass das GPS-Modul nicht richtig getrackt hat. Also man hat wieder angefangen, Erstserien mit Fehlern rauszuhauen. Aber inzwischen funktioniert das Ganze. Und ich habe mir gedacht, ich nehme meine aktuelle 2020er CU und möchte euch heute mal die App-Applikation ein bisschen näher vorstellen. Das Ganze auf dem Android-Telefon, damit ihr auch mal versteht, ja, was kann denn Super Soko jetzt eigentlich im Vergleich vielleicht zu einem NIO oder zu einem anderen Wettbewerber besser oder auch schlechter? Braucht man so eine App überhaupt und was lässt sich daraus schließen aus diesen Informationen, die ich da bekomme? Dafür habe ich mir bereits die Super Soko App runtergeladen und ja, ich habe mich auch schon registriert. Das heißt, wir gehen mal gemeinsam in die App rein. Jetzt müsst ihr euch registrieren mit eurer Telefonnummer und mit eurer E-Mail-Adresse. Das habe ich jetzt schon getan. Ich gehe jetzt mal direkt in den Login. Gebe jetzt mal mein Passwort ein. So. Das soll er mir nicht mehr anzeigen. Okay. Und jetzt sind wir auch schon auf der Oberfläche von der Super Soko App. Und das erste, was ihr seht, ist ja das Modell, was ich auch direkt angebunden habe. Das ist nämlich die COX. Das Ganze in diesem wunderschönen Mattgrau ist tatsächlich sogar das gleiche Modell. Das finde ich ziemlich cool. Und sie wirkt jetzt erstmal so, wenn man sich das anguckt, ziemlich easy und einfach. Ja? Wir gucken mal, welche Funktionen sich jetzt hier hinter tatsächlich verstecken. Dafür gehen wir oben rechts mal auf Nachrichten, dieses Nachrichtensymbol. Und da seht ihr zum Beispiel, dass ich vorhin einmal die Batterie abgeklemmt habe, um den Akku rauszunehmen. Und das hat er tatsächlich auch registriert und zeigt mir das jetzt hier in dieser Information auch an. Was ich ein bisschen schade finde, alles auf Englisch, nicht auf Deutsch. Und naja, mein Gott, vielleicht der eine oder andere beherrscht jetzt kein Englisch. Das ist, finde ich persönlich, schon ein Nachteil, weil da musst du echt mal erstmal in den Auto-Translator gehen, um zu wissen, was der hier eigentlich von dir will. Du würdest hier aber auch Probleme angezeigt bekommen und du würdest auch die Funktion der Alarmanlage hier angezeigt bekommen. Sobald irgendwas passiert, Alarmanlage löst aus, Wegversperre, Blasels, kriegst du das hier angezeigt. Also das ist im Vergleich zum Beispiel zu einem NIO jetzt auch nicht anders, auch nicht besser, würde ich sagen. Aber zumindest ist es so gemacht, dass man relativ schnell auf die Informationen zugreifen kann. Dann seht ihr vorne ja schon die COX stehen. 94% Akkukapazität haben wir noch. Restreichweite 56 Kilometer. Da könnt ihr jetzt rauftippen hier, wie ihr wollt. Da passiert nichts, da verbirgt sich auch nichts mehr hinter dieser Information. Hier unten haben wir dann Riding Tracks. So. Und da wird dann aufgezeichnet, wo seid ihr eigentlich überall lang gefahren. Und da sieht man schon, okay, Marcel ist jetzt hier einmal 600 Meter gefahren, einmal 900 Meter. Das ist eigentlich total witzig. Finde ich so in der Konstellation auch ganz cool. Was ich mir wünschen würde, wäre eher nochmal so ein Diagramm. Was habe ich eigentlich verbraucht? Und wo kann ich vielleicht noch Energie sparen? Soweit ist Super Soko an der Stelle noch nicht. Also es wird relativ einfach nur dargestellt, okay, ihr wart dort und dort, um zu wissen, alles klar, das sind so die Routen, die ich zurückgelegt habe. Ja? Dann gibt es ein Tool, Diagnose. So, jetzt habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr mit dem Roller verbunden seid, direkt hier auf Diagnose zu klicken. Und jetzt checkt ihr quasi die wichtigsten Systeme, also das elektrische System, die ECU, das ist ja euer Steuergerät, das Power-System, das wäre jetzt hier zum Beispiel euer Motor und die Instrumententafel. So. Und das scheint hier auch alles zu funktionieren. Ich kann euch leider noch nicht sagen, wenn der jetzt einen Fehler hätte, ob der auch einen Fehlercode rauswerfen würde, so wie es bei NIO der Fall ist. Das wird sich zeigen, wenn wir vielleicht das erste Problem mit dem Modell haben. Aber zumindest kann man hier erstmal eine einfache Diagnose machen und weiß, okay, mein Roller ist an der Stelle in Ordnung. Jetzt gibt es ja noch den Button Frontkamera. Da wir keine Frontkamera integriert haben in das Fahrzeug, lassen wir das jetzt einfach mal weg. Jetzt könnt ihr einfach durch Swipen, ich swipe mal hier rüber, in den Bereich Service gehen. Und das hat man eigentlich ganz gut gelöst, indem man sagt, okay, hier oben gibt es dann so die ganzen Bedienungsanleitungen zum Fahrzeug, User Agreement, okay, interessiert uns jetzt nicht so. Hier wird nochmal so ein bisschen erklärt, die ganzen Details, was bedeutet was, aber auch wieder alles nur auf Englisch. Und das finde ich jetzt natürlich ein bisschen schade. Operations Guide, ne?
Da sind auch nochmal die Bedienelemente, wie funktioniert hier was, wie könnt ihr die Wegfahrsperre aktivieren oder deaktivieren. Also ja, Wiring Guide ebenfalls auch nochmal. Es wird auch einiges doppelt und dreifach erklärt. Und ja, Batterie Instructions, wie geht man hier am besten mit der Batterie um? Ja, wie das ist auch selbst erklären, braucht man dafür 6 Punkte jetzt, so wie hier, oder 7 Punkte sogar. Troubleshooting. Okay. Battery is poorly connected. Okay, ja, das ist klar. Solutions. Okay, hier gibt es so eine Fehlercode-Liste. Ja, das ist ja schon mal okay. Das heißt, sobald ihr einen Fehler habt, der müsste eigentlich oben im Display auch angezeigt werden. Dann könnt ihr hier in dieser Fehlercode-Liste nochmal nachlesen und müsstet dann gegebenenfalls, falls ihr jetzt kein Englisch könnt, das Ganze per Translator nochmal übersetzen. Darunter findet ihr den Punkt Service Points. Da gehe ich jetzt mal rauf. Ja, und da seht ihr zum Beispiel hier Scooter Hill in Berlin. Der hat jetzt das Tracking aufgenommen im Umkreis von 29,2 Meter. Also das ist schon relativ genau. Also im Umkreis von 30 Metern kann man schon mal sagen. Okay, alles klar. Da findest du jetzt deinen nächsten Händler. Also du musst nur dann irgendwo gucken fahren. Aber steht ja auch die Straße da, ne? Martin-Luther-Straße, wenn ihr dann da rauf geht, könnt ihr direkt anrufen. Oder, Kacke, ja, Error. Er hat mich rausgeschmissen gerade. Die App ist gerade abgestürzt. Es läuft auch noch nicht so perfekt, wie ich mir das vorstelle. Ich gehe da mal rauf. Also wir gehen mal auf Scooter in Berlin. Gehen da mal auf GPS. Okay, no way. Also die App hat hier anscheinend noch ein paar Bugs an der Stelle. Ich hoffe, es geht trotzdem weiter für uns. Okay. Wenn das also funktioniert, vor allem die macht sich auch so ein bisschen selbstständig. Ihr seht das schon. Es ist gar nicht so die Absicht, dass ich hier nach rechts oder links swipe, sondern die App macht das. Den Punkt Service Points müsste man anscheinend noch so ein Stück weit auslassen. Wir gehen mal weiter auf mein Menü. Da sieht man jetzt oben nochmal meine Telefonnummer und dergleichen. Vehicle Management, da seht ihr jetzt diese Garage. Das heißt, hier könnt ihr entsprechend die Fahrzeuge zuweisen und könnt natürlich auch ein neues Fahrzeug hinzufügen, indem ihr hier oben quasi auf diesen Scanner drückt. Ja, so, schau mal. Da bin ich. Genau. Das braucht ihr jetzt aber nicht. Ich habe jetzt schon mal einmal die TC Max angebunden und einmal die CU als solches. Dann haben wir noch Vehicle Info. Da kriegt ihr dann nochmal allgemeine Informationen, was ihr auch am Anfang schon gesehen habt. Loose Connection with the Battery. Das wiederholt sich jetzt hier. ECU Firmware Version. Da sagt er im Endeffekt, Kontur ist leicht. Okay, dass es sich um die aktuelle Version der Firmware handelt. Ob man jetzt die Firmware direkt übers Handy aktualisieren kann. Ich glaube, das ist geplant. Aber ich werde trotzdem noch ein bisschen vorsichtig. User Contract. Okay, da geht es einfach nur nochmal um die Bestimmungen. About. Okay, könnt ihr jetzt mit Super Soko noch ein bisschen quatschen, wenn ihr Bock habt. Und Settings. Allowed Notification. Allowed. Okay, Tracking History. Das ist das, was ich vorhin auch gezeigt habe. Change Password. Dann habe ich schon Europa Berlin eingestellt. Und ihr könnt hier auch mal den Cache lernen. Zwischendurch. Das mache ich jetzt hier mal an der Stelle. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Also mehr gibt's hier nicht. Also ich kann hier antippen, was ich will. Könnt hier noch diesen Username anpassen mit eurem eigenen Bild natürlich auch. Also das könnte man jetzt zum Beispiel mal machen. Taking picture. So, ich bin jetzt hier gerade in der Küche. Jetzt so und da bin ich. Okay, cool. Jawohl, funktioniert. Und jetzt gehen wir mal raus. Hä? Mal ein Foto. Okay, da oben ist der Haken. Das habe ich nicht gesehen. Okay, und jetzt müsste er bei Speichern ja eigentlich mein Foto anzeigen. Ja, cool. Alles klar. Also wir fassen mal tatsächlich zusammen. Das sind Informationen, die schon wichtig sind, ganz klar. Aber ihr habt hier keine klassischen Statistiken wie beispielsweise bei NIO. Bei NIO ist das Ganze nochmal ein bisschen ausgefeilter, finde ich. Und man hat sich da auch noch ein bisschen mehr Gedanken gemacht über die App. Die App ist relativ neu und auch die eingebauten GPS-Module, die jetzt anfangs noch ein bisschen Probleme machen, da gibt es dann wohl Möglichkeiten, das Ganze wechseln zu lassen über den Händler, falls ihr das Problem haben solltet, dass er sich nicht connectet. Das Problem hatte ich bei dem auch, aber dann bin ich erstmal gefahren, weil ihr erstmal in so einen Bereich fahren müsst, wo ihr ein Signal habt. Dann habe ich mich angemeldet, abgemeldet, angemeldet, abgemeldet und dann hat er irgendwann das Fahrzeug getrackt und hat mich auch raufgelassen, um mir die Informationen hier abrufen zu können. Also nicht gleich am Anfang denken, es funktioniert nicht, sondern ihr müsst tatsächlich, wenn ihr jetzt irgendwo im ländlichen Bereich seid, wirklich auch in ein Gebiet fahren, wo ihr auch Empfang habt. Das ist wirklich ein Problem, das haben wir auch bei NIO sehr, sehr häufig, dass die Leute einfach keinen Empfang haben und sagen, es funktioniert nicht. Hier ist also die Kombination tatsächlich, ihr braucht Empfang und wenn ihr jetzt die erste Charge habt, wo es halt eben Probleme gab mit dieser App, dann müsst ihr entsprechend bitte euren Händler kontaktieren. Ansonsten ist sie ganz nett aufgebaut, aber sie hätte mir jetzt hier an der Stelle noch
zu viele Bugs und bietet einfach aktuell noch zu wenig Informationen. Brauchen tut man es, glaube ich, nicht, weil wenn ihr wirklich einen Fehler haben solltet, dann zeigt euch das Display an und ja, okay, es ist cool, dass ihr eine Wegfahrsperre mit Alarmanlage habt und ihr kriegt es hier angezeigt und getrackt und ihr wisst, alles klar, hier ist irgendwas passiert, aber unterm Strich muss die App natürlich sauber funktionieren und laufen und das ist jetzt hier an der Stelle leider noch nicht so der Fall. Gut, mehr gibt es jetzt hier tatsächlich auch zu diesem Fahrzeug noch gar nicht zu sagen. Ich werde mich demnächst nochmal versuchen, mit einer TC Max zu verbinden. Das hat jetzt hier aktuell noch nicht funktioniert heute, werde ich aber demnächst noch machen und werde ich auch in das Review natürlich mit einbauen. Demnächst gibt es auf jeden Fall das Video zur CU und auch zur TC Max. Das werde ich euch entsprechend verlinken, sobald diese Sachen online sind. Im Moment ist das Wetter für den Arsch und ich habe einfach keinen Bock, mich auf die Nase zu legen, weil es sehr, sehr glatt ist und vor allem auch noch sehr, sehr kalt. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Ihr macht jetzt bitte eins, klicken, liken, abonnieren, einen dicken Daumen nach oben lassen, weil es war mir ein persönliches Anliegen, das Video hier noch zu machen, damit die Leute da draußen mal sehen, okay, es gibt eine App, die scheint auch zu funktionieren, sie hat noch ein paar Bugs und sicherlich kann man hier noch was verbessern, aber wenn SuperSoko so weitermacht, dann bin ich mir sicher, dass das auch Step by Step immer besser werden wird. Also, wir sehen uns und hören uns vor allem beim nächsten Mal wieder hier bei den Scooterhelden in Berlin.